Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV. Montag, 3. August, 10:55 Uhr. Wir wollen, wie zumeist am Vormittag hier bei dieser Sendung, den DAX unter die Lupe nehmen. Und der zeigt sich freundlich, freundlich. Anders kann man das nicht sagen, denn in der vergangenen Woche gab es auch schon den Ausbruch über die in der letzten Sendung benannte Marke von 11.300 Punkten. Und wir schauen uns das mal hier zunächst im Stundenchart an. Das war hier praktisch die Ausgangsbasis vom Montag. Montag, was sage ich? Die Ausgangsbasis vom Freitag. Und hier ging es eben darum, dass der Index hier die Marke von 11.300 Punkten überwinden sollte, um hier weiteres Potenzial nach oben zu generieren. Das geschah tatsächlich per Schlusspreis. Auch per Wochenschlusspreis sozusagen hier eine grandiose Leistung mehr oder weniger für den DAX. Widerstand hier jetzt klar gebrochen, dieses rote Level, diese rote Horizontallinie. Und insofern können wir hier diesen alten Trendkanal auch mal getrost aus dem Chart entfernen. Und letztlich so weit, so gut. Es gab zwar am Montag, am Donnerstag hier wilde Volatilität, dann hier am Freitag auch nochmal am Nachmittag, gerade wegen der US-Daten. Man erinnere sich hier an den Arbeitskostenindex, hier einen starken Rückgang, aber der wurde intraday hier wieder sehr, sehr schnell aufgefangen und führte dann letztlich eben zum neuen Verlaufshoch. Insofern die Trendlinie auch passé. Aber was Fakt ist, wir haben hier diesen Aufwärtstrend, der hier seit dem Verlaufstief von Ende Juli herrührt und der ist intakt und wir haben hier die Möglichkeit, auch eine Art Trendkanal zu skizzieren. Ja, dazu nehmen wir einfach die untere Trendlinie, projizieren die nach oben und haben sozusagen jetzt hier einen Trendkanalverlauf. Und mit dem Ausbruch über 11.300 war ja hier das nächste Ziel 11.400 und so weiter. Wir sind letztlich jetzt hier bereits in dieser starken Widerstandszone zwischen 11.350, 11.400 angekommen. Aktuell sehen wir, dass der DAX sich auch hier mit der schwarzen Candle, mit der schwarzen Stundencandle ein Stück weit schwächer zeigt. Und wir sind jetzt hier auch oben an dieser deckelnden Trendlinie und Bereich von 11.400 Punkten angelangt. Es deutet meines Erachtens vieles darauf hin, dass wir jetzt erstmal konsolidieren, vom aktuellen Niveau ausgehend. Der DAX sollte also jetzt hier eigentlich kein neues Hoch mehr machen. Vielmehr hier in diesem Szenario jetzt nach unten laufen und hier die 11.300 vielmehr nochmal bestätigen, um dann den nächsten Aufwärtsschub in Richtung 11.450 und mehr zu starten. Ob das jetzt heute passiert, muss ich mal zeigen. Eher denke ich hier, dass ich das sogar jetzt noch ein Stück weit hinziehen dürfte, bis eben dann auch in den Dienstag. Machen wir direkt ein neues Hoch, dann kann alles sehr, sehr, sehr schnell gehen und wir sind rasch bei 11.500 Punkten. Wenn es hier deutlich über 11.400 rausgeht, das wäre aber aktuell nur das präferierte Szenario B. Klar präferiert A, also das eher zu begrüßende und wahrscheinliche Variante wäre hier dieser leichte Rücksetzer, Pullback an 11.3, um dann hier nochmal einen Ausbruch nach oben zu sehen. Negativ jetzt, ganz klar, wenn wir hier deutlich nach unten wegkippen, wir haben heute früh schon mal in der Indikation hier ein Tief gehabt, auch bei 11.246, das ist fast schon ein Stück weit zu tief, aber hier 11.200, 11.160, das hier, dieser Horizontalbalken, das ist eine wichtige Zone, auch mit dieser Trendlinie gekoppelt. Soll heißen, wenn der DAX jetzt hier unter 11.2 zurückgehen sollte, dann müsste man hier grundsätzlich alles nochmal überdenken im Sinne dessen, na, ob wir jetzt wirklich nochmal neue Hochs sehen können, aber rein technisch hier jetzt aktuell der Aufwärtsimpuls weiter intakt beim DAX. Gehen wir dazu mal vom Stundenchart in den Tageschart. Da haben wir hier die Inside-Kerze vom Montag gehabt. Sie können sich daran erinnern, hier dieses Rechteck. Und da sind wir am Freitag mit dieser Kerze, das ist die Freitagskerze, sind wir rausgebrochen. Also hier den Abpraller gab es nicht von 11.3. Der Markt ist vielmehr am Freitag schon rausgezogen und jetzt haben wir dieses eigentlich auch schon in der Woche, in der letzten Woche favorisierte Szenario, dass der DAX jetzt hier wohl weiter nach oben will. Wie gesagt, kurzfristig könnte es eher jetzt so aussehen. Kleiner Pullback. Ja, entweder heute im Intraday-Verlauf, grundsätzlich dann aber hier doch eher weiter steigende Preise, gerade wenn es hier nachhaltig über 11.350, 11.400 rausgeht eben, dann muss man davon ausgehen, so muss ich das mal ein Stück weit nach drüben ziehen hier, sonst sieht das alles ein bisschen verkorkst aus, dann muss man davon ausgehen, dass der DAX hier weitere Hochs eben macht, 11.5, 11.535, das sind dann die nächsten Ziele. Unter 11.2 kann man hier den grauen Pfeil jetzt hier reinsetzen, dann werden wir auch wieder hier unter dieser angepassten, gebrochenen Abwärtstrendlinie. Das dürfte dann, wie gesagt, eher weiter fallende Preise begünstigen, aber das sehe ich eben aktuell nicht so zwingend als favorisiertes Szenario. Eher jetzt Stabilisierung in dieser Zone 11.350, 11.400, Rücksetzer 11.300 sei legitim, dann aber, wie gesagt, wir haben auch noch die Marke noch von der letzten Woche über 11.300, sieht das hier alles ganz bullisch aus und der DAX dürfte weiter anziehen. Und dies, obgleich wir hier jetzt direkt vor einer schwierigen saisonalen Phase stehen, das will ich Ihnen nicht vorenthalten. Sie sehen hier mit Monatsbeginn August grundsätzlich hier die saisonale Tendenz nach
unten gerichtet und das spitzt sich ja auch in den kommenden Wochen bis in den September, Oktober hinein zu. Also rein saisonal eine sehr, sehr schwierige Phase. Das heißt, wir können hier mit hoher Volatilität rechnen. Wenn es hier deutliche Preise nach unten gibt und sich sozusagen ein Abwärtstrend herauskristallisiert, dann wäre das natürlich hier im Sinne der Saisonalität eine Einladung für weiter fallende Preise. Wir können zum Beispiel hier vom Hoch, vom Juli-Hoch hier im Tagesschart zum Beispiel hier so einen Abwärtstrend jetzt mal in den Chart nehmen, der ist erstmal nur hypothetisch. Wenn wir heute kein neues Tageshoch machen sollten, könnte man es zum Beispiel auf die Kerze anlegen. Ansonsten nehme ich mal die Kerzen hier vom 20. und 21.7. Das wäre jetzt hier mal ein kurzfristiger Abwärtstrend, der den DAX hier hindern könnte an weiteren Aufwärtsambitionen. Doch der ist, wie gesagt, rein hypothetisch. Das hat jetzt hier noch nichts Nachhaltiges, würde aber hier Preisen von 11,5 etwa entsprechen und dann kommt es drauf an. Lassen wir das mal so im Chart drin und beobachten mal, was der DAX weitermacht. Ich möchte jetzt zum Abschluss nochmal den DAX auf Stundenbasis, hätte ich fast gesagt, auf kleinere Basis zeigen, nämlich hier 15-Minuten-Chart. Wir gehen mal rein und da sehen wir, dass wir heute im Prinzip die Average True Range der letzten 14 Tage abgearbeitet haben mit dem Verlaufshoch um rund 11.400 Punkten. 11.395 war sozusagen hier das Indikationshoch, was wir hier in der Indikation hätten erreichen können, um die Range, das sind aktuell rund 150 Punkte, wir sind 152, 151 knapp gelaufen. Also hier ist eigentlich die Luft jetzt raus. Es kann ein Overrange Day werden, dann sicherlich sehr explosiv Richtung 11.450, 11.500, wenn wir hier nachhaltig rausgehen, aber das wäre, wie gesagt, jetzt nicht mein präferiertes Szenario. Eher denn dann hier nochmal einen Rücklauf Richtung Vorwochenhoch, Rücklauf Richtung 11.3 und dann nochmal durchstarten. Sieht der DAX zwar jetzt aktuell nicht danach aus, aber wäre ein zu begrüßendes Szenario. Ja, wenn er sich jetzt hier direkt über 11.4 festigt, dann kann es wirklich nochmal schnell 100 Punkte weiter raufgehen bis 11.5. Doch spätestens dort sollte man dann mit einer Pause rechnen. Aber DAX kommt gut rein in die Woche, letzte Woche gut rausgekommen. Also insofern hier das bullische Sentiment eigentlich weiter gefragt. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den JFD Live Trading TV Blick auf den DAX. Vielleicht schalten wir uns Mittag nochmal auf. Spätestens dann am Nachmittag oder am Abend gibt es auf jeden Fall noch ein, zwei Sendungen. Ich sage danke fürs Einschalten und wünsche Ihnen jetzt erstmal noch einen erfolgreichen Handelstag. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.